Ja. Was macht ihr denn da? Die Feenprinzessinnen haben eine Rakete gebaut aus einem Stein. Ja, wer es glaubt. Mein Gelb hat halt wieder einen Wackelkontakt. Sorry. Bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Ich weiß nicht, mein Gamepad hat immer dieses Problem. Also nicht immer, aber hin und wieder. Und ich weiß absolut nicht, wo es herkommt. Aber tatsächlich, Pusten hilft. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht woher. Egal, Rakete. Nun steht dir eine neue Welt offen. Oh, ist sie nicht... Ist nicht wunderschön. Hier sehen wir auch die Erde. Alle reden immer über den Blick auf die Erde in Super Mario Odyssey, aber... Das hier ist doch auch schön. Von dem Farben her vielleicht sogar noch schöner. Ach, keine Ahnung. Ist doch alles schön. Und diese Musik ist so Super Mario Galaxy-like. Oh, ich liebe Galaxy. Das habe ich wahrscheinlich schon 150.000 Mal gesagt. Aber ich liebe Super Mario Galaxy. Auch dieses Sternteil aus Galaxy. Und oh, diese Instrumente. Und hier auch das Wasser. Einfach nur, weil Wasser schön aussieht. Und schaut mal, wenn man die Kamera ändert. Schaut mal, jetzt fließt das Wasser total schnell. Und jetzt ist es ganz ruhig. Auch ein nettes Detail. Weltstern heißt das. Weltstern 1, Reise durchs Regenbogenland. Es kriegt... Peach! Ah, nein! Schön bunt hier. Diese grellen Neonfarben gemischt mit dem, ja, fast schon Nachtatmosphäre, Weltraumatmosphäre. Das hat was. Definitiv. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts von Sammelobjekten übersehen. Ich habe jetzt nämlich nichts gesehen, wo irgendwas sein könnte. Aber hier auf dem Lassie-Ritt wird irgendwas sein. Muss ja eigentlich fast, oder nicht? Hm. Also hier wird ja wohl was sein. Ah. Mhm. Na, könnt ihr schon erraten, was das hier ist? Ich mach's uns mal ein bisschen leichter hier. Ist mir egal, ob das geschummelt ist oder nicht. Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ach, komm schon. So. Da, es ist Link. Aus dem ersten The Legend of Zelda Spiel. Die Musik hier ist doch auch gut. Das ist der zweite Stern. Verdammt. Muss ich ihn ja wieder sowieso nochmal neu machen. Dann können wir auch gleich mal raus. Dann muss ich nur den halben Level zweimal machen. Okay.
Aber ich habe ja gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es kommen halt einfach noch Level. Aber wo kann denn hier überhaupt was sein? Ach Mist. Mist, die Mist. Vielleicht, wenn ich euch alle besiege? Hm, dann erscheint auf jeden Fall hier irgendwas. Vielleicht, wenn ich die da oben alle besiege, erscheint dann der erste Grünstern. Dass ich kann mich an den Level erinnern, aber ich kann mich einfach bei bestem Willen nicht an die Einzelheiten erinnern. Also ich konnte mich an den Pixel-Link erinnern, aber... Das ist ja der zweite Stern. Also, muss da vorher noch was sein. Ich habe dann auch gesehen, wo der dritte Stern ist, dann... Das habe ich schon vorhin gesehen. Aber... Wo ist denn der erste? Ach! Das ist aber ein fieses Versteck. Nee, also das ist meiner Erinnerung komplett entfleucht. So. Dann haben wir das jetzt aber wenigstens geklärt. Da ist der Stempel. Der ist mir auch komplett entgangen. Aber noch gekriegt. Noch gekriegt. Dann haben wir jetzt eigentlich alles gefunden, denn der letzte Grünstern ist da bei diesem Grünsternring. Ja, wir haben was. Tada. Diesmal sogar ohne Schaden zu nehmen. Wisst ihr, was ich mich immer gewundert habe? Was ist hier mit den Augen los? Warum ist das so? Warum ist das nicht einfach Hautfarben? Oder beides grün, weil er grüne Augen hat. Oder beides braun, weil er braune Augen hat. Keine Ahnung, warum ist das so? Vom Zelda-Theme ins Mario-Theme. So, jetzt bloß nicht versagen, Peach. Ich habe keine Lust, hier nochmal irgendwas Neues mitmachen zu müssen. Okay, das war einfach. Das war einfach. Oh. Ach, den Treffer stecke ich ein. Das verkrafte ich. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ach du meine Güte. Nein! Kletter hoch! Geld blendet, liebe Leute. Geld blendet. Und damit haben wir wieder den halben Part mit einem Level verbracht. Ist das denn zu glauben?
Ist das denn zu glauben? Mit Toads geht's schneller. Ist ja der schnelle Charakter hier. Machen wir mal wieder einen kleinen Speedrun, müssen ja nur zum Ende kommen. Hallo? Was soll das hier? Warum komme ich da nicht rüber? Ach, schaut mal, wie weit man es eigentlich mit Tessie machen kann. So. Jetzt nicht vom Geld blenden lassen. Nicht vom Geld blenden lassen. Na schön. Nächster Level. Die Supergalaxie. Ein Name der Galaxie im Namen hat. Fast wie in Galaxy. Und nicht nur das ist wie in Galaxy. Ja, auch diese Gegner sind da. Und man kann nicht einfach auf sie draufspringen, wie in Galaxy. Das konnte man, glaube ich, auch nicht in Galaxy 2. Warum hat man das geändert? Ach, die Musik ist auch aus Galaxy. Galaxy 2, glaube ich, ja. Ja, ich meine schon. Und Lumas sind auch hier. Ah, ich bin im Himmel. Nein, in der Galaxie. Ich bin in der Galaxie. Wow. Fail. Das war ein Fail. Nein, wow. Wow. Also, das war Skill. Los, Peach. Woo! Ach, Polarlichter im Hintergrund. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber es sieht schön aus. Hier gibt's nur Münzen. Ja. Irgendwie wünsche ich mir schon ein Galaxy 3. Ich meine, nichts gegen Odyssey, das war auch ein super, super Spiel. Aber es ist halt nicht zu leugnen, dass die Galaxien in Galaxy und so haben alle eine sehr
bestimmte Atmosphäre, die ich schon sehr vermisse. Brauche ich hierfür jetzt echt eine Katze? Wollt ihr mich verarschen? Aber wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn da hochkommen ohne Katze? Sag mir das mal einer. Mit Katze ist klar, aber... Leute. Nein. Wow. War das so gedacht? Also, ja. Skill. Wenn ich da in den Hintergrund gucke, werde ich ganz nostalgisch. Ach du meine Güte. Da ist Rosalinas Sternwarte. Ah, Rosalinas Sternwarte. Ah, ich kann alles sehen, die Kuppeln. Okay, jetzt ist nicht mehr die Zeit dafür, aber... Rosalina! Ich wusste natürlich, dass sie hier ist, aber es ist trotzdem schön. Rosalina ist auch dabei. Ja. Schöner Stempel auch. Alles schön. Und jetzt kommt's. Du kannst nun auch als Rosalina spielen. Yay! Ja, man kann sich tatsächlich Rosalina freischalten. Und die nehmen wir jetzt natürlich auch. Die ist ja jetzt komplett... zu kurz gekommen. Auf dem Holzweg. Ja. Und die hat halt natürlich, weil die aus Galaxy ist, den Spin-Move drauf. Die Drehattacke. Und die ist auch der Charakter, mit dem ich am liebsten spiele. Wahrscheinlich wegen dem Galaxy-Feeling und der Drehattacke. Das kann sein. Oder wahrscheinlich einfach, weil ich den Charakter Rosalina mag. Auf jeden Fall ist es auf meine Liebe an Galaxy zurückzuführen. Egal, was es ist. Ich habe schon überlegt, wie wir das machen. Ob wir jetzt quasi nur diesen Level jetzt mit Rosalina spielen und danach wieder Zufall machen. Oder ob wir jetzt quasi bis auf die Level, die spezifische Stempel haben, mit denen wir als bestimmter Charakter spielen müssen. Ob wir halt sonst die Level einfach alle jetzt mit Rosalina spielen. Denn die anderen Charaktere haben wir ja jetzt schon weltenlang zu genug gesehen. Rosalina kommt jetzt erst so spät dazu. Um es noch ein bisschen quasi auszugleichen, wenn ihr versteht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mal sagen, den Rest dieses Partes auf jeden Fall spielen wir als Rosalina. Ich meine, es ist ja eigentlich nur noch dieser Level. Dann würde ich den Part nämlich auch schon beenden. Also, ja, hat sich das eigentlich von selber erledigt. Aber ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Irgendwie kriegen wir es natürlich hin.
Da ist das Ziel, das ist sehr schön. Da ist der nächste Grünstern. Sehe ich auch den dritten Grünstern schon irgendwo? Nö. Aber auf jeden Fall ist ein Rosalina-Stempel, das wusste ich sogar. Und da ist ein Pixel-Luigi. Genau da jetzt in der Mitte. Ich mag auch so schön bunte Level wie die hier. Ach, eine Doppelkirsche. Hab ganz vergessen, dass die in diesem Level ist. Nein, bleibt schön zusammen. Oh nein, eine muss jetzt dran glauben. Das fühlt sich echt komisch an. Wenn man auf der einen Seite runterfällt und auf der anderen auch. Man weiß jetzt, eine fällt runter, aber eine bleibt. Dann muss man sich quasi aussuchen, so welche bleibt, fällt jetzt runter und dann ist es egal und welche bleibt. Das ist komisch, das ist definitiv komisch. So, hier war nicht hier sogar der Schalter. Hallo, ich bin noch nicht fertig. Hetzt mich nicht so. Da. You see that? Hey. Irgendwie spiele ich aber auch tatsächlich lieber als, ach, noch ein Pixel-Luigi. Als itemlose Rosalina, also als die, die wir jetzt haben. Einfach, weil ich diesen Spin-Move mag und den gibt's nicht. Auch natürlich. Natürlich muss ich hier zwei haben. Es geht auch nicht anders. Nee. Nicht wirklich. Obwohl, ich habe natürlich einen kleinen Trick. Dann, kriegen wir das auch so hin. Muss dann ja nicht viel machen. Ja, komm, sei Mario, ist doch egal. So. Haben wir es noch gerettet? Feuerwerk für Rosalina. Was für eine Überraschung. Rauf auf den Zielpfahl. Das machen wir dann im nächsten Part. Ist auch ein interessanter Level. Ja, es wird definitiv sehr interessant und schön hier. Mit Rosalina. Freischaltbaren Charakter. Ja, wir sehen uns dann. Ciao.